Dass ich schon mal als Schaumversteher benannt wurde, das schmeichelt mir natürlich. Aber Schäume sind so unheimlich komplex und haben so viele Facetten, dass es unheimlich schwer ist, in sie im Detail zu verstehen. Ich bin Chemiker hier bei der BASF Polyurethanes in Lemförde. Ich beschäftige mich mit der Entwicklung von Polyurethan-Weichschäumen im Speziellen. So ein Polyurethanschaum entsteht eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise. Es werden einfach zwei Flüssigkeiten miteinander vermischt, ein Polyisocyanat und ein Polyetherpolyol. Beides kommt miteinander zur Reaktion. Dabei wird CO2, Kohlendioxid, generiert. Und dieses Kohlendioxid expandiert und nimmt dabei den dann aufsteigenden Schaum mit. Und übrig bleibt der Weichschaum. Ja, ein Beispiel für einen Schaum, den Sie vielleicht auch aus Ihrem täglichen Leben kennen, ist halt ein Milchschaum. Und den wollen wir jetzt mal herstellen. Und dazu haben wir eine Gasfritte, wo wir halt Gas durchströmen lassen können und letztendlich die Milch damit aufschäumen können. Und dann haben wir jetzt hier verschiedene Sensoren, zum Beispiel, wo wir uns die Höhe des Schaums anschauen können oder auch mit einer Videokamera die Struktur des Schaums. Zum Beispiel auch diese einzelnen Gasblasen in dem Schaum können wir uns anschauen. Wenn Sie hier ganz oben schauen, wo der Schaum jetzt schon sehr gut zerfallen ist, dann sehen Sie das auch, dass wir da sehr schöne Kugeln letztendlich haben. Nach dem Aufschäumen werden diese Blocks aufgeschnitten und zu etwa 20 cm hohen Platten verarbeitet, die dann später in der Produktion zu Matratzen verarbeitet werden. Hochwertigen Matratzen, muss ich sagen. Zum Beispiel solchen viskoelastischen Matratzen, die sich dem Körper optimal anpassen, ähnlich wie man es vom Wasserbett her kennt. Schäume kann man im weitesten Sinne natürlich anhand des Materialsystems kategorisieren. Ein Beispiel, was man auch nennen könnte, ist ein offenporiger Schaum oder geschlossenporiger Schaum, zum Beispiel für diesen Filter. Viskoelastische Schäume, die sich vielleicht der Form anpasst, den wir da drauflegen und dann hinterher in die Ausgangsform wieder zurückgeht. Oder halt ein sehr steifes Material, was wir halt letztendlich nicht wirklich stark verformen können. Gerade weil wir in der Lage sind, die Polyurethan-Schaumeigenschaften so gut zu steuern, gibt es natürlich im Alltag viele Anwendungsmöglichkeiten. Was ich hier in den Händen halte, ist eine sogenannte Celasto-Zusatzfeder. Und diese findet Anwendung. Wir haben hier ein Exponat. Das ist ein Stoßfänger. Hier wird dieses Celasto-Teil als zusätzliche Feder verbaut und erhöht dadurch die Fahrsicherheit ganz erheblich. Dieses Bauteil wird in fast 90% aller Fahrzeuge weltweit verbaut. Wie lassen sich die Eigenschaften eines Schaums steuern? Wir fangen halt bei der Grenzfläche an und versuchen halt diese grenzflächenaktiven Moleküle in ihrer Wechselwirkung und in ihrer Struktur so zu steuern, dass sich bestimmte molekulare Bausteine an dieser Grenzfläche zwischen Gas und Flüssigkeit ausbilden. Und wenn wir wirklich von den Molekülen anfangen und diese ganze Hierarchie von der Grenzfläche zur Lamelle, zur Gasblase, zum Ensemble von Gasblasen, zum makroskopischen Schaum gehen können und ganz genau wissen, was machen die einzelnen Moleküle auf dem Weg dorthin zum Schaum, dann kann man letztendlich Schaumeigenschaften vorhersagen und Schaumeigenschaften steuern, indem wir halt diese Eigenschaften dieses einzelnen molekularen Bausteins verändern. In der Tat, mein ganzes Arbeitsleben befasst sich mittlerweile 30 Jahre mit diesen Schäumen. Die Schäume können elastisch sein, sie können steif sein und sind einfach faszinierend. Es ist ein sehr breites Spektrum von Wissen, was man sich da ansammeln kann. Und das ist zum einen eine Herausforderung, zum anderen ist das natürlich auch sehr faszinierend, in einem solchen Spannungsfeld arbeiten zu können. Das finde ich natürlich besonders schön. BASF. We create chemistry.